Herzlich willkommen zu einem neuen Videobeitrag und es geht heute um den Geruchsverlust im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Im vergangenen Jahr, als wir noch Alpha, Gamma, Beta, Delta-Varianten hatten, war dieser Geruchsverlust häufig und sehr langanhaltend. Mittlerweile, in dieser neuen Omikron-Subvariante, kommt der Geruchs- und Geschmacksverlust wieder. Erfreulicherweise meistens nur für kurze Zeit. Aber Sie werden sich erinnern, unsere Außenministerin Frau Baerbock hat anhand ihres Geruchs- und Geschmacksverlustes festgestellt, dass sie möglicherweise infiziert ist und der nachfolgend durchgeführte Test bestätigte das auch. Nun gibt es eine Studie, Covid and Smells, Answers Begin to Emerge, die ich für Sie schon mal hier auch wieder Maschinen übersetzt habe auf Deutsch und dort auch schon für Sie runtergescrollt habe, damit es gar nicht so lange dauert und die ganzen Fehlinformationen wegbleiben. Und man hat herausgefunden, dass man mit dem Platelet-Rich Plasma, dabei handelt es sich um Plasma, in dem man die Thrombozyten abfängt. Das macht man, indem man das Blut mit Citrat versetzt, also einer chemischen Substanz, die zunächst die Gerinnung verhindert. Und dann schöpft man dieses Platelet, also diese Thrombozytenschicht, ab. Und in diesen Thrombozyten befinden sich ganz viele Wuchsstoffe. Und die hat man dann in die Nase gespritzt, also mit Nasenspray gesprüht. Und ich lese Ihnen mal kurz vor, was man hier gemacht hat. Also man hat festgestellt, mit Cortison-Injektionen war das also nicht erfolgreich. Man hatte Mometason genommen, also eins, das wirklich lange wirkt. Und dann hat man aber eben plättchenreiches Plasma genommen. Dieses wird aus dem eigenen Blut des Patienten hergestellt und ist reich an Biochemikalien. Damit sind gemeint die Botenstoffe und auch die Wuchsstoffe, die sozusagen die Nervenregeneration anregen, die eine Heilung bewirken können. Eine im Jahr 2020 veröffentlichte Pilotstudie folgte 7 Patienten, denen plättchenreiches Plasma in die Nase injiziert wurde. 5 zeigt nach 3 Monaten eine Besserung. In ähnlicher Weise folgte ein im Februar dieses Jahres veröffentlichtes Preprint mit 56 Personen und man stellte fest, dass plättchenreiches Plasma sie geruchsempfindlicher machte. Aber das sind wirklich kleine Zahlen, sagt der Forscher. Und ein in den USA ansässiges Team startet nun eine größere Studie. Als ich das gelesen habe, kam mir in den Sinn das autologe zytokinreiche Serum. Dabei handelt es sich ebenfalls um, nein, wie der Name schon sagt, nicht Plasma, sondern Serum. Der Vorteil von Serum ist, dass eben nichts Chemisches hinzugefügt wird, dass wir nicht ein Medikament herstellen, sondern dass wir nur über eine mechanische Reizung der Immunzellen und anschließendes Bebrüten dieses Blutes, was dann auch sich absetzt und was dann abzentrifugiert wird, ein Serum erzeugen. Und in diesem Serum sind nicht nur die aus den im Rahmen des Gerinnungsprozesses aus den Thrombozyten freigesetzten Botenstoffe drin, sondern die Immunzellen haben über die Bebrütungszeit dann ebenfalls noch weitere Botenstoffe freigesetzt. Und man kann das auch untersuchen, was da passiert, wenn man also Bedenken hat, ob man das bei sich anwenden möchte oder nicht, indem man sich nämlich diese Interleukine mit einem Zytokinstatus und auch die Wuchsstoffe, die man natürlich haben möchte, damit Nervenzellen regenerieren, da drin auch wirklich vermehrt werden. Nun hatte ich keinen Geruchsverlust, aber ich habe schon mal mein autologes zytokinreiches Serum untersuchen lassen. Und bei mir haben sich die Wuchsstoffe vervierzehnfacht. Wer also nicht weiß, wie er seine Geruchsproblematik loswerden kann, könnte also anhand dieser Studienergebnisse mit Platelet-Rich Plasma oder mit autologen zytokinreichen Serum eine Therapieoption gefunden haben. Viel Erfolg dabei und was riecht das hier so gut?